So, ja, hallo, ich begrüße euch herzlich zur heutigen Vorlesung. Wir haben in den letzten Vorlesungen uns mit der Realisierung von Göttern auf der physikalischen Ebene beschäftigt. Wir haben gesehen, dass es unterschiedliche Typen von Transistoren gibt. Zuletzt haben wir auch gesehen, wie so der Herstellungsprozess von einem sogenannten CMOS-Transistor, also ein Complementary Metal Oxide Semiconductor Transistor. Und wir haben gesehen, dass dort man die Funktionswerte über Spannungspegel repräsentiert. Das heißt, es fließt kein Strom im statischen Zustand, solange die Eingangsvariablen der Funktion konstant sind. Also wenn man eine bestimmte Belegung der Eingangsvariablen wählt, dann wird natürlich der Funktionswert ausgegeben durch solche CMOS-Schaltungen, ohne dass es einen Stromfluss, ohne dass es zu einem Stromfluss kommt. Ganz kurz zur Wiederholung: Wir haben unsere elementaren Gatter gesehen, also die Gatter, die zum Beispiel Negation, Inverter, NAND und NOR. Wir haben gesehen, wie man das mit Hilfe von diesen CMOS-Transistoren realisiert. Man ordne hier oder man baue hier eine Schaltung. So, das heißt, man hat hier eine Anordnung, wie man sieht, zunächst mal aus einem PMOS-Transistor. Das ist dieser Transistor hier oben, den wir an dem Pfeil erkennen. Also wenn der Pfeil hier rausgeht, dann ist das ein PMOS-Transistor. Und wir wissen, dass dieser PMOS-Transistor leitet, wenn wir am Gate, also wenn wir am Gate hier eine 0 haben, das ist unser Gate, und wenn am Gate eine 0 haben, dann leitet der Transistor, und was bedeutet das? Das heißt, er leitet eigentlich einen Strom zwischen Drain und Source, also entlang dieser gestrichelten Linie, die so unterbrochen aussieht, aber der Stromfluss ist tatsächlich hier von VDD zum Ausgang. Das heißt, wenn A gleich 0, das heißt, es liegt am Gate hier eine 0, der Transistor leitet, der Spannungspegel, was an VDD hier anliegt, kommt am Ausgang. Unten haben wir einen sogenannten NMOS-Transistor, der funktioniert genau komplementär oder dual dazu. Das heißt, der sperrt, wenn am Gate eine 0 anliegt, also wenn A jetzt 0 ist, dann haben wir natürlich hier an beiden Gates, also das ist das Gate von dem NMOS-Transistor, haben wir eine 0. Und somit sperrt dieser Transistor und leitet der obere Transistor, und wir sehen, wir bekommen wie hier am Ausgang eine 1. Wenn die Eingangsvariable A, und das ist diese Steuervariable, mit der wir die zwei Gates hier steuern, 1 ist, dann haben wir umgekehrte Verhältnisse. Das heißt, der PMOS-Transistor, der sperrt, wenn am Gate eine 1 und der NMOS-Transistor leitet, das heißt, der Ausgang hier wird auf den Pegel von Ground runtergezogen, also auf 0, und somit haben wir tatsächlich hier 0. Wenn man diese Funktionstabelle hier anguckt, dann sieht man, vor A gleich 0 habe ich Y1, vor A gleich 1 habe ich Y gleich 0. Das heißt, das ist nichts anderes als ein Inverter. Und wir wissen oder wir sehen hier, dass weder vor A gleich 1 noch vor A gleich 0 ein leitender Pfad von Ground zu VDD gibt. Das heißt, es gibt keinen Stromfluss, wenn die Eingangsvariable A konstant ist. Stromfluss oder minimaler Stromfluss geschieht nur beim Umschalten, also wenn die Eingangsvariable den Wert von 0 auf 1 oder umgekehrt ändert. Auf die gleiche Art und Weise haben wir auch die NAND-Funktion, also den zweistelligen NAND-Operator hier realisiert, das heißt A NAND B. Wir kennen ja die Funktionstabelle, das heißt, diese Funktion hat den Wert 0, wenn beide Eingangsvariablen 1 sind, sonst den Wert 1. Und man sieht hier, dass um diese Funktion zu realisieren, eine Reihenschaltung der N-Transistoren hier haben. Also die Art und Weise, wie die Transistoren, wie die N-MOS-Transistoren geschaltet sind, sagt uns etwas aus über die Boolesche Funktion, die wir realisieren. Das heißt, sie sind hier in Serie geschaltet, also eine UND-Funktion, die N-Transistoren, also die zwei hier unten, die werden angesteuert, einmal von der Eingangsvariable A und einmal von der Eingangsvariable B. Ja? Und die gleichen oder die dualen Transistoren dazu sind die PMOS-Transistoren, die sind parallel geschaltet hier oben,
Und die werden auch gesteuert von A und von B, wie man hier sieht. Und was passiert hier? Wie funktioniert das Ganze? Wenn wir hier beide Eingangsvariablen 1 haben, das heißt, es liegt am Gate von dem NMOS-Transistor hier und von dem hier eine 1, dann leiten beide Transistoren, und zwar die leiten eine 0 an den Ausgang. Für jede andere Kombination der Eingangsvariablen, das heißt, wenn A gleich 0 ist und B gleich 0 oder A gleich 0 und B gleich 1 und A gleich 1, B gleich 0, sperrt mindestens einer dieser Transistoren. Das heißt, wir haben dann überhaupt keine leitende Verbindung von Ground zu Epsilon und mindestens eine leitende Verbindung von VDD zu Epsilon, weil bei den anderen Kombinationen natürlich einer dieser PMOS-Transistoren hier leitet. Das heißt, wenn eine Variable 0 ist, hier beide sind 0, dann leiten beide oben, dann haben wir 1. Wenn A 0 ist, dann leitet der hier und dann haben wir Epsilon 1. Und wenn B 0 und A 1, dann leitet der hier. Das heißt, am Epsilon haben wir 1 und immer sperrt einer der NMOS-Transistoren unten. Das heißt, es ist genau eigentlich das, was wir kennen von der NAND-Funktion. Die NOR-Funktion auf die gleiche Art und Weise, nur die NMOS-Transistoren, die sind parallel geschaltet. Und nochmal, hier kann man immer die Art der Schaltung ablesen anhand der Verschaltung der NMOS-Transistoren. Das heißt, die NMOS-Transistoren, die sind hier parallel geschaltet, also wir realisieren eine ODA-Operator und natürlich negiert hier. Und was haben wir hier? Das heißt, die zwei PMOS-Transistoren, die leiten, wenn am Gate eine 0 anliegt. Das heißt, im ersten Fall hier, wenn A gleich 0 und B gleich 0, leiten beide und dann habe ich am Epsilon eine 1. In allen anderen Fällen, das heißt, wenn einer dieser Transistoren hier von einer 1 am Gate gesteuert wird, dann würde er sperren. Das heißt, in der zweiten Zeile, dritten und vierten Zeile hier sperrt mindestens einer der beiden und leitet mindestens einer der unten. Und somit haben wir also in allen drei Fällen, also in den restlichen drei Fällen, ein Null am Ausgang. Und das ist, was wir eigentlich von der NOR-Funktion kennen. So, nun kann man das verallgemeinern. Das heißt, man kann jetzt eine NAND 3, NAND 4, NAND NOR 3, NOR 4, alle diese Funktionen, die wir kennengelernt haben, auf diese einfache Art und Weise realisieren. Das heißt, man baue hier ein Teilnetz, der durchschaltet, genau dann, wenn Epsilon 1 sein soll. Und unten ein Teilnetz, der durchschaltet, genau dann, wenn Epsilon, also wenn der Ausgang 0 sein soll. Und natürlich die beiden Teilnetze hier, also das sind jetzt hier PMOS-Transistoren in diesem P-Netz und NMOS-Transistoren in dem N-Netz. Natürlich im einfachsten Fall, wenn es eine NAND-Funktion ist, sind das in Serie geschaltete Transistoren im N-Netz. Wenn es eine NOR-K-Funktion, dann sind das K-NMOS-Transistoren, die parallel geschaltet sind im N-Netz. Und die werden... Alle diese Transistoren werden natürlich von der Eingangsvariablen der Funktion, die man hier realisieren will. Das heißt hier, man will ja so eine Funktion Y gleich Funktion von Xn bis X1 realisieren mit Hilfe von dieser komplementären Technologie, also mit Hilfe von der CMOS-Technologie. So, wir werden auch in der Übung hier Beispiele sehen. Also das hat man vielleicht jetzt so erkannt, dass wir zum Beispiel NAND- und NOR-Funktionen auf diese einfache Art und Weise realisieren können. Man sieht auch hier, dass eine Parallelschaltung im N-Netz oder zu einer Parallelschaltung im N-Netz immer eine Serienschaltung im P-Netz gehört und umgekehrt. Und das kann man verallgemeinern auch für größere Anzahl von Eingangsvariablen. Das ist mehr oder weniger, was ich erzählt habe, mit der kleinen Einschränkung, dass diese Vorgehensweise nur für solche Funktionen funktioniert, ja, das ist praktisch die unten ein N-Netz und dann komplementär ein P-Netz. Wenn ich Funktionen habe, bei denen alle Variablen negiert vorkommen, natürlich ist es der Fall bei einer NAND-Funktion oder einer NOR-Funktion, da kommen alle Variablen negiert vor und deshalb können wir das so machen.
Wenn wir andere Funktionen haben, wo diese Bedienung nicht erfüllt ist, dann müssen wir natürlich diese Funktionen auf die Grundelemente oder auf die Grundschaltungen zurückführen, wie eine NOR, NAND oder Inverter. Und da werden wir hier, wie gesagt, in der Übung auch Beispiele dazu sehen. Es gilt nach wie vor im statischen Zustand, das heißt, wenn die Eingangsvariablen der zu realisierenden Funktion konstant sind, dann fließt kein Strom und somit gibt es fast keine Verlustleistung und eine Stromaufnahme bzw. ein Leistungsverbrauch kommt nur durch die Umladevorgänge, also durch die Umschaltvorgänge. Wenn die Eingangsvariablen ihre Werte ändern, dann kommt es natürlich zu einem nennenswerten Stromfluss. Ansonsten gibt es keinen Stromfluss. Und man kann sich vorstellen, dass dann die Stromaufnahme bei CMOS-Schaltungen von der Betriebsfrequenz, also von der Frequenz, mit der sich die Eingangsvariablen sich ändert, abhängt. So, nun haben wir bis jetzt das Ganze nur als ein ideales Schaltermodell betrachtet. Wir haben gesagt, dass ein PMOS, NMOS-Transistor, wenn es am Gate eine 0 anliegt, dann leitet unser PMOS-Transistor. Wenn ein Gate eine 1 anliegt, dann leitet unser NMOS-Transistor. In den anderen Fällen sperren sie. Aber natürlich ist das, wie wir gesehen haben, auch in der letzten Vorlesung, ist das natürlich Physik. Das sind ja irgendwelche Vorgänge, wo Ladungsträger sich bewegen, wo der Kanal zwischen Drain und Substrat angereichert oder verarmt wird mit Ladungsträger. Und diese Vorgänge, die funktionieren nicht so wie wie im Idealen, sondern das sind gewisse physikalische Gesetze, die auch hier ihre Gültigkeit haben. Wenn man versucht jetzt hier dieses ideale Modell ein bisschen zu also ein realistisches Modell von so einem Transistor oder von so einer Schaltung zu bauen, dann kann man natürlich diese Schaltung, die wir vorher gezeigt haben, durch dieses einfache Modell, das heißt, wir haben hier einen Schalter für unser P-Netz und einen Schalter für unser N-Netz und man sieht hier, wenn das P-Netz leitet, dann ist SP geschlossen. Und wenn das N-Netz leitet, dann ist unser Schalter SN geschlossen. Ein reelleres Modell könnte so aussehen, wo man sagt, okay, diese Schalter, die modellieren wir mit Hilfe von Widerständen. Das heißt, wir nehmen an, wir haben für das P-Netz so einen Widerstand, das heißt RP. Und das ist so proportional zu dem Widerstand im R-Netz, ja, also das heißt mu mal Rn. Das gleiche für das für das N-Netz setzen wir hier oder nehmen wir ein Ersatzelement. Das ist eine Reihenschaltung von einem Widerstand und einem Kondensator, um auch die Kapazitäten hier, die im System vorhanden sind, zu modellieren. Das heißt, wir haben hier eine Lastkapazität der Ausgangsleitungen und Schaltungen. Und dann ist es nicht so, wenn der Schalter geschlossen oder offen ist, dann leitet was, sondern wenn dieses P-Netz leitet, dann ist der Widerstand hier viel kleiner als der Widerstand hier. Umgekehrt, wenn unser N-Netz leitet, dann ist der Widerstand oben viel größer als der Widerstand unten. Und natürlich, solche Schaltungen kann man in der E-Technik beschreiben, mit Hilfe zum Beispiel von den Kirchhoffschen Regeln. Man kann die Gleichungen aufstellen und man kann den Zusammenhang zwischen dieser Eingangsspannung, also VDD, also die Spannung, die wir anlegen am Eingang, und Ausgangsspannung, also was wir am Ausgang eigentlich, das ist unser Y hier, wo wir unsere Funktionswerte mehr oder weniger ablesen. Man kann also diese Abhängigkeit zwischen VDD und Ausgangsspannung hier bestimmen. Ich will das jetzt hier an der Stelle nicht herleiten, sondern da kommt man so auf eine Differentialgleichung und die Lösung der Differentialgleichung gibt uns tatsächlich diesen Zusammenhang. Der sagt aus, dass die Ausgangsspannung, also die Ausgangsspannung hier, ja, die hängt natürlich von Rn, Rp und von dieser Kapazität, von C-Last
ist gleich VDD multipliziert mit irgendetwas, fehlt asymptotisch stabil gegen einen Endwert und dieser Endwert, also wenn t gegen unendlich geht, dann ist der Endwert VDD durch 1 plus mu. Und mu war das Verhältnis zwischen den Widerständen im P-Netz und N-Netz. So, und das heißt, dieser Abfall hier, dieser Spannungsabfall, also das heißt, wir betrachten hier einen Wechsel, ein Wechsel der Eingangsspannung von 1 auf 0. Ja, also wenn wir hier die Eingangsvariable der Schaltung von 1 auf 0 wechseln, dann sehen wir, wie unsere Ausgangsvariable hier aussieht. Das geht also irgendwann mal gegen VDD oder geht mit der Zeitkonstante Tau gegen VDD durch 1 plus mu. Und wenn natürlich dieser Grenzwert möglichst nah bei 0 sein soll, bei einem konstanten VDD, dann muss natürlich mu sehr groß sein. Und was war mu? Mu war nichts anderes als das Verhältnis der beiden Widerstände im P- und N-Netz. Ja? Auf der anderen Seite, die Zeitkonstante hier, das heißt, somit können wir eigentlich diesen Endwert hier beeinflussen, indem wir das Verhältnis zwischen den Widerständen im N-Netz und P-Netz entsprechend realisieren. Also RP war ungefähr gleich mu mal RN. Das heißt, wir können, damit wir hier nach bei 0 sind, bei einem Wechsel jetzt der Eingangsvariable hier von 1 auf 0, können wir durch einen möglichst großen mu hier dafür sorgen, dass wir möglichst nach bei 0 sind. Das heißt, wir müssen eigentlich mu groß machen. Das heißt, entweder Rn groß machen oder Rn klein machen oder Rp groß machen. Beziehungsweise, wenn Rn, also der Ersatzwiderstand für alle Transistoren im N-Netz, kleiner als Rp ist, dann erreichen wir ein größeres mu. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich, dass dieser Schaltvorgang möglichst schnell erfolgt. Was heißt möglichst schnell? Das heißt, dass dieses Tau, also dass wir so schnell wie möglich bei diesem Endwert nach an Null landen, das heißt, dass Tau möglichst klein ist. Und wenn man Tau hier anguckt, Mu haben wir mehr oder weniger verwendet, damit wir nach am Ziel ankommen. Das heißt, man kann hier dieses Tau beeinflussen, indem man natürlich hier beispielsweise die zwei hier möglichst klein realisiert. Also der Produkt aus dem Widerstand Rn multipliziert mit C Last. So, das sind Randbedingungen, die man natürlich bei der Entwicklung von solchen CMOS-Schaltungen immer betrachtet. Das heißt, man muss gucken, dass zum Beispiel der Widerstand, die Widerstände im P-Netz und N-Netz entsprechend dimensioniert sind, damit man nah an den Null kommt, beziehungsweise im anderen Fall an die 1 kommt. Und damit diese Schaltvorgänge so schnell wie möglich erfolgen. Das, was ich erklärt habe, steht auf den Folien hier danach. Das heißt, wenn t geht gegen unendlich, das war unser Grenzwert, damit wir die Null erreichen, müssen wir ein großes mu haben. Das heißt, großer Unterschied zwischen den Widerständen Rn und Rp ist erforderlich. Und damit wir schnell dort landen, brauchen wir eine kleine Verzögerungszeit. Das heißt, eigentlich brauchen wir hierzu einen kleinen Widerstand im leitenden N-Netz. Und wir wissen ja aus der Physik, dass der Widerstand von Transistoren oder der Widerstand allgemein, der Gesamtwiderstand von in Reihe geschalteten Widerständen natürlich immer steigt mit der Anzahl der Widerständen. Jeder Transistor hat seinen Widerstand. Und das heißt, der Gesamtwiderstand von Transistoren, die in Reihe geschaltet sind, steigt. Deshalb sind CMOS-Schaltungen mit einer höheren, also mit zu hoher oder zu großer Anzahl von Eingangsvariablen, also n größer als 4, zu vermeiden, weil diese Bedingungen für das schnelle Umschalten bzw. für das Erreichen von dem Endwert 0 und 1 bei Umschaltvorgängen dann nicht garantiert erfüllt werden kann. Aus physikalischen Gründen, also von dem Aufbau von einem NMOS- und PMOS-Transistor, weiß man, dass der Widerstand eines PMOS-Transistors größer ist als der Widerstand eines NMOS-Transistors. Und mit der Aussage davor kann man schlussfolgern, dass Reihenschaltungen im N-Netz bevorzugt werden, ja, weil
Da die Widerstände von NMOS-Transistoren kleiner als die Widerstände von PMOS-Transistoren, wenn ich NMOS-Transistoren in Reich halte, dann habe ich einen Gesamtwiderstand, der kleiner ist als der Gesamtwiderstand, der bei einer Reihenschaltung von der gleichen Anzahl von PMOS-Transistoren sich ergibt. Das heißt eigentlich Parallelschaltung im P-Netz und Serienschaltung im N-Netz. Wenn wir die PMOS-Transistoren parallel schalten, dann wissen wir, dass die, um den Gesamtwert zu bekommen, die reziproken, also die umgekehrten Werten der einzelnen Widerstände addieren, damit wir auf den Gesamtwiderstand bekommen. Insgesamt also sollen wir Parallelschaltungen im N-Netz haben, beziehungsweise Reihen- oder Serienschaltungen im N-Netz, also parallel im P-Netz und Reihenschaltung im N-Netz. Also insgesamt wissen wir, dass diese Bedienung erfüllt ist bei NAND-Schaltungen, also wo bei NAND-Schaltungen die N-Transistoren in Serie geschaltet ist. Um noch diesen Einfluss von der Ausgangskapazität, oder ich habe sie jetzt hier wir haben sie CLAS genannt, um auch bei großen Kapazitäten hier noch genügend Geschwindigkeit zu erreichen, muss man eventuell an den Ausgang sogenannte Treiberstufen einsetzen, damit das garantiert ist. Somit will ich das Thema hier abschließen. Wir werden am Donnerstag eine Übung hierzu machen und wir werden schauen, wie man mithilfe von CMOS-Transistoren Schaltungen Schaltfunktionen realisiert. Wir werden auch sehen, wie man CMOS-Schaltungen analysiert. Es gibt eine Frage, ja. Wie Treiberstufen funktionieren, das werden wir noch zu gegebenem Zeitpunkt auch behandeln. Das heißt, man könnte sich vorstellen, dass man noch am Ausgang von der Schaltung noch einen Inverter hat, ja. Ein Inverter baut, der natürlich die Eingangssignal entsprechend auf einem bestimmten Pegel bringt. Ja. Aber letztendlich Treiberstufen sind wiederum Inverter, also auch CMOS-Inverter, die das Ausgangssignal von der Schaltung nehmen. Also wenn man jetzt den Wert nicht verändern will, dann muss man natürlich zwei Inverter dann am Ausgang der Schaltung, damit man zweimal De Morgan hat, damit die gleiche Funktion gleich bleibt. Und dadurch erreicht man natürlich diesen Verstärkungseffekt. Ja? Und natürlich über die Dimensionierungen der einzelnen Widerstände im R, also Rn und Rp, kann man den Verstärkungsfaktor entsprechend realisieren. Vielen Dank für die Frage. Okay, jetzt wissen wir eigentlich, dass wir zunächst mal Schalt- oder Boolsche Operatoren haben und wir wissen, dass wir diese Boolsche Operatoren mit Hilfe von Gattern realisieren, wo wir von dem internen Aufbau abstrahieren. Wir können ein NAND, NOR, Antivalenz, Äquivalenz realisieren. Wir wissen auch, wie diese Gatter tatsächlich mit Transistortechnik, speziell jetzt mit CMOS-Technik, realisiert werden können. Jetzt wollen wir mal unser Ziel ein bisschen weiter vorantreiben und schauen, wie können wir Schaltnetze jetzt tatsächlich entwerfen. Weil letztendlich haben wir ja irgendeine verbale Aufgabenbeschreibung, wo ein Schaltnetz entworfen werden muss, was eine bestimmte Funktionalität erfüllt. Denken wir an das Autobeispiel von ganz Anfang. Und wir wollen natürlich sehen, wie man diese Schaltnetze allgemein jetzt mit Hilfe von der Boolschen und Schaltalgebra formalisiert, die Aufgabenbeschreibungen, und natürlich mit möglichst minimalen Kosten realisiert. Und das heißt, wenn es darum geht, diese Netze oder Hardware zu entwerfen, da gibt es Randbedienungen und auch Entwurfsziele, die eingehalten werden müssen. Wenn wir Kosten realisieren, dann wissen wir schon, dass wir Boolsche Ausdrücke oder Schaltfunktionen so gut wie möglich vereinfachen müssen. Das heißt, wenn wir die Anzahl der Literale in Produkttermen oder in Summentermen kleiner machen und wenn wir nicht so viele Produkttermine und Summentermine brauchen, um eine Funktion zu realisieren, dann reduzieren wir auch die Kosten. Das heißt, wir haben auch die Begriffe Minimalformen hier eingeführt. Da werden wir also schauen, welche konkreten Minimierungsverfahren gibt es. Und wir werden ganz am Ende oder im Anschluss dann danach sehen, was für andere spezielle Schaltnetzstrukturen gibt es, die man bei der Realisierung von Schaltungen verwenden kann.
Also zusätzlich zu unseren und, oder, nennt und Antivalenz und Äquivalenz, die wir kennengelernt haben. Ganz kurz zu den Randbedingungen und Entwurfsziele. Das liegt auf der Hand. Da gibt es natürlich technische Kriterien, die beachtet werden müssen. Zum Beispiel die konkrete Realisierung unter Berücksichtigung von dem statischen und dynamischen Verhalten der Bausteine, die man verwendet. Also die zum Beispiel jetzt die NMOS, PMOS-Transistoren, die man einsetzt. Man muss natürlich dafür sorgen, dass Störeffekte bei dynamischen Vorgängen, dass zum Beispiel Laufzeiteffekte, sogenannte Hazards, also Wettbewerb der Signale, die auch zu verfälschten Ergebnissen an den Ausgängen führen, oder Wettläufe der Signale, dass diese vermieden werden. Wir werden im kommenden Unterkapitel sehen, was Hazards und Wettläufe von Signalen oder Laufzeiteffekte sind. Natürlich muss man auch technische Beschränkungen berücksichtigen, zum Beispiel die Anzahl von Eingängen der verwendeten Logikelemente. Stellt euch mal vor, wir haben irgendeine Aufgabe, wir formalisieren die Aufgabe mit der Boolschen oder Schaltalgebra, wir kommen auf eine Minimalform, wo wir beispielsweise ein Produktterm mit 11 Literalen haben. Ein Produktterm mit 11 Literalen, das heißt, ich brauche ein UND-Gatter mit 11 Eingängen, aber ich habe keine Bausteinbibliothek, was mir zur Verfügung steht, mit UND-Gattern mit 11 Eingängen. Das heißt, ich muss natürlich diese Randbedingungen auch berücksichtigen. Natürlich auch die Belastbarkeit der Ausgänge der Elemente bzw. der Bauelementbibliothek. Wir müssen eine höhere Systemzuverlässigkeit oder Verfügbarkeit, das heißt, dass man zum Beispiel die Schaltungen, die man entwirft, sehr leicht testen kann. Und es ist nicht zu glauben, aber ein Großteil der Fläche bei integrierten Schaltungen, was man heute bei den modernen integrierten Schaltungen entwickelt, dient Testzwecken. Das heißt, es sind Schaltungen, die auf dem Chip mit integriert werden, mit denen man automatisch testen kann, ob diese Schaltung tatsächlich die Funktion erfüllt. Und ihr könnt euch vorstellen, wir haben es ja in der letzten Vorlesung gesehen, in dem Video, man versucht natürlich auf diesen Wafer so viel wie möglich Transistoren oder Funktionalitäten zu realisieren. Und jetzt nimmt man einen Teil davon für Schaltungen, die man nur einmal braucht. Weil diese Testschaltungen, die braucht man nur einmal. Wenn dieser Baustein oder dieser Chip fertig ist, soll nur durch einen Selbsttest eine Aussage darüber, ist das korrekt oder falsch. Das heißt, man benutzt diesen Teil von diesen komplexen Testschaltungen, die sind keine einfachen Testschaltungen bei komplexen integrierten Schaltungen, man benutzt das nur einmal und verliert so viel Fläche auf dem Chip, was man versucht natürlich immer wieder so gut wie es geht zu nutzen. Klar, und die anderen technologischen Randbedingungen, zum Beispiel, welche Halbleitertechnologien werden hier eingesetzt? Ist das zum Beispiel eine XY-Mu-Technologie oder sollen die Schaltungen mit CMOS-Transistoren realisiert werden oder mit Bipolar-Transistoren realisiert werden? Und natürlich muss man bei dem Entwurf Störeinflüsse durch äußere elektromagnetische Felder auch berücksichtigen. Bei den Kosten will man natürlich die Kosten oder die Halbleiterentwickler, die wollen die Kosten so weit es geht reduzieren. Das heißt, zunächst mal geht es bei den Kosten um Entwurfskosten. Das heißt, die Lohnkosten und die Kosten für die Rechnernutzung für den Entwurf von Schaltungen. Also wie viele Leute arbeiten an dem Entwurf, wie viele Rechner, vielleicht wie viel Energie verbrauchen sogar diese Rechner. Dann die geringe Realisierungskosten bei den eingesetzten Bausteinen. Es kann sein, dass eine Bausteinfamilie mehr kostet als eine andere Bausteinfamilie. Natürlich sind das sehr, pro Baustein sind das sehr kleine Beiträge, aber es geht natürlich um Massenprodukte hier. Also es geht um die gesamte Elektronik, die man mit sich rumträgt oder die heutzutage überall eingesetzt wird. Und die geringen Kosten auch für die Inbetriebnahme und für den laufenden Betrieb. Also das heißt, welche Kosten entstehen für Tests, welche Kosten für die Wartung von den entwickelten Systemen und welche Kosten für Energieverbrauch überhaupt hier entstehen. Die Entwurfsziele
Also als Entwerfer von, also wenn jemand von euch jetzt zu Intel geht, schließt hier natürlich sein Studium ab und geht und fängt an bei Intel hier an der Entwicklung von integrierten Schaltungen zu arbeiten, da muss man natürlich bei jedem Problem hier die Grenzen zwischen technischen und ökonomischen Kriterien berücksichtigen. Und diese Grenzen sind natürlich immer sehr fließend. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt ein sehr zuverlässiges System entwickeln würde, dann muss ich natürlich die Sache zwei- oder dreimal prüfen lassen und vielleicht nicht nur von ihm, sondern noch von einem Experten, der dort sitzt. Der soll nochmal drüber gehen, damit überhaupt kein Fehler auftritt oder falls der erste Entwerfer irgendwas übersehen hat. Das heißt eigentlich, wenn ich jetzt die Zuverlässigkeit erhöhen will, dann erhöhe ich die Kosten für den Entwurfsprozess. Oder wenn ich geringe Realisierungskosten haben will, dann muss ich natürlich auch mehr Aufwand in den Entwurf reinstecken, damit ich rausfinden kann, ob ich doch was lassen kann und trotzdem die gleiche Funktionalität realisieren. Also was ich hier nur vermitteln will, dass diese Grenzen bzw. diese Entwurfsziele oder diese Randbedingungen, die sind natürlich immer auch stehen oft im Widerspruch zueinander und dass die Aufgabe eines Entwerfers, also Schaltungsentwerfer, ist, dass man für bestimmte Problemstellungen den günstigsten Kompromiss zu finden. Also, das heißt, Ziel von dem Entwurf ist, unter Einhaltung bestimmter technischer Kriterien einen günstigen Kompromiss bezüglich der ökonomischen Kriterien anzustreben, um ein Minimum an Gesamtkosten zu einem Minimum an Gesamtkosten zu gelangen. So viel diese Vorrede. Jetzt deine Frage. Klar, ja, das ist ein Forschungsfeld für sich, also dieses Testen von integrierten Schaltungen. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten oder Methoden, mit denen man diese Schaltungen auch extern testen kann, ohne dass man auf dem Chip entsprechend die Bausteine oder entsprechende Maßnahmen vorsieht. Das gibt es auch, ja. So, nun, damit wir diese Kosten reduzieren, um es nochmal alles so zusammenzufassen, müssen wir letztendlich unsere Boolschen-Funktionen oder Schaltfunktionen so einfach wie möglich beschreiben, also so einfach wie möglich vereinfachen. Damit sie aus möglichst wenigen Produkttermen oder Summentermen bestehen und damit in diesen Produkttermen oder Summentermen möglichst wenige Literale vorhanden sind. Und das wollen wir jetzt in diesem Kapitel. Wir wollen eine ganze Reihe von Minimierungsverfahren kennenlernen. Das heißt, die Grundlage ist, dass wir Schaltungen realisieren wollen in zweistufiger Form. Das heißt, eine disjunktive Form, wo wir in der ersten Stufe Konjunktion von den Literalen der Produkttermine haben, in der zweiten Stufe eine Disjunktion, also eine Oder-Verknüpfung, beziehungsweise umgekehrt eine konjunktive Form haben und die Darstellungsform, deren Realisierung die geringsten Kosten verursacht, nennen wir Minimalformen. Die formalen Definitionen haben wir auch bereits kennengelernt. Und den Vorgang der Erzeugung einer minimalen Form bezeichnen wir jetzt als Minimierung, bekannt auch als Logikminimierung. So, und hier gibt es drei Varianten von Minimierungsverfahren. Es gibt grafische Minimierungsverfahren, mit denen wir heute anfangen werden. Es gibt tabellarische Minimierungsverfahren, die sich sehr gut geeignet sind für die Implementierung in einem Rechner. Und es gibt algebraische Verfahren, die wir zum großen Teil eigentlich kennen. Das sind die Vereinfachungen von Boolschen Ausdrücken mit den Regeln und Gesetzen der Boolschen Algebra. Und wenn man das Ganze hier anguckt, dann hängt eigentlich jetzt die Art und Weise, welches Verfahren ich nehme, von der Art und Weise, wie ich meine Funktion darstelle. Und wir haben ja unterschiedliche Möglichkeiten zur Darstellung von Boolschen Funktionen kennengelernt, zum Beispiel durch einen Boolschen Ausdruck. Da sind dann die algebraischen Verfahren natürlich sehr gut geeignet, weil ich habe einen Boolschen Ausdruck, kann ich jetzt die Gesetze, die ich kenne, so anwenden, dass ich diesen Boolschen Ausdruck vereinfache.
tabellarischen Verfahren, da erinnern wir uns, eine Darstellungsmöglichkeit von boolschen Funktionen war die Darstellung durch die Funktionstabelle. Das heißt, da ist die Funktionstabelle wahrscheinlich der Ausgangspunkt für diese Verfahren. Und dann gibt es sogenannte oder weitere tabellarische Verfahren. Wir haben ja eine Darstellungsform von Funktionen kennengelernt, wo wir Funktionen oder Produkte einer Funktion mit Hilfe von Würfeln bzw. Würfelüberdeckungen darstellen konnten. Das heißt, das sind auch Verfahren, die hier unter tabellarischen Verfahren funktionieren. Die algebraischen und die grafischen, die sind sehr gut geeignet für Funktionen mit einer kleinen Anzahl von Eingangsvariablen, also 5 bis 6. Und bei größerer Anzahl verwendet man besser, also was eigentlich Standard in heutigen Entwicklungswerkzeugen von bei integrierten Schaltungen, sogenannte tabellarische Verfahren. So, und hier vielleicht zunächst mal nur die Namen der Verfahren, die wir kennenlernen werden. Also bei den algebraischen Verfahren, das Vereinfachen mit Hilfe von Gesetzen der Boolschen Algebra. Ich glaube, wir haben vieles hier kennengelernt, dann wir werden später ein spezielles Verfahren kennenlernen, das ist das sogenannte Nelson-Verfahren, bei den grafischen Verfahren die KV-Diagramme und bei den tabellarischen Verfahren das Quine-McCluskey und das Konsensus-Verfahren, was auf die Darstellung von Funktionen im Würfelkalkül basiert. Und wir fangen an mit den grafischen Verfahren. Ja? Wenn es um die grafische Verfahren geht, wie ich bereits erwähnt habe, dann soll eine Darstellung der Funktion in grafischer Form vorliegen. Und diese grafische Form der Darstellung ist das sogenannte KV-Diagramm. Das heißt, man hat hier ein Rechteck für die Darstellung von Funktionen zunächst mal. Und die eine Hälfte von diesem Rechteck wird der Variable a zugeordnet und die andere Hälfte wird der Variable a quer zugeordnet. Das heißt, ich habe natürlich eine Variable a und dann habe ich hier auf der einen Seite also einen Bereich, wo a gleich 1 ist, also wo die Variable selber vertreten ist und der andere Bereich hier, wo die Negation dieser Variable ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich hier beispielsweise eine 1 reinschreibe und hier eine 0 reinschreibe, dann bedeutet das, ich hätte jetzt eine Funktion, ich realisiere oder stelle damit eine Funktion dar, die, wenn a gleich 0 ist, 0 ist und wenn a gleich 1 ist, den Wert 0 hat und wenn a gleich 0 ist, den Wert 1 hat. Also das heißt, hier hat die Variable den Wert 1 in diesem Bereich und hier hat die Variable den Wert 0. Und man sieht hier also, diese Funktion ist nichts anderes als y gleich a quer. Ja? Wenn ich hier eine 1 hätte und hier eine 0, das heißt, dort wo a gleich 1 ist, hat die Funktion den Wert 1. Und dort, wo a gleich 0 ist, hat die Funktion den Wert 0, dann ist das eigentlich nichts anderes als y gleich a. So, das heißt, wir können Funktionen so darstellen, indem wir hingehen, das ist eine Funktion mit einer einzigen Variable, y gleich a, das heißt, wenn a gleich 1, hat die Funktion den Wert 1, wenn a gleich 0 auf der linken Seite, dann hat die Funktion den Wert 0, beziehungsweise eine andere Funktion z mit a gleich 1 und mit 0, wenn a gleich 1 ist und 1, wenn a gleich 0. Das heißt, das ist z gleich a quer. Und man sieht hier, dass man in diesen Feldern solche Indizes hier verwendet und diese Index hier der Variablen gibt die Variablenbelegung an. Das heißt, dieser Index 0 hier sagt uns, die Variable a ist in diesem Feld 0 und die Variable a ist in diesem Feld 1. Und wenn wir das wissen, dann ist es natürlich sehr hilfreich, wie wir gleich sehen werden. Wenn wir jetzt die Wahrheitswerte 0 und 1 eintragen in diesen zwei Kästchen, dann realisieren wir entweder die Funktion a oder die Funktion a quer. Und natürlich wollen wir nicht nur Funktionen mit einer einzigen Variable realisieren, sondern wir wollen Funktionen mit mehreren Variablen realisieren. Wenn wir eine Funktion jetzt mit zwei Variablen haben, dann wissen wir eigentlich, dass diese Funktion,
also zwei Variablen. Das heißt, wir haben vier mögliche Belegungen der Eingangsvariablen. Das heißt, wir brauchen vier Felder in diesem KV-Diagramm für die vier unterschiedlichen Belegungen. Und in jedem Feld tragen wir dann den Funktionswert, der zu der jeweiligen Belegung gehört. Und das kann man machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Funktion mit mehreren Variablen, also mit zwei Variablen, brauche ich vier Felder. Und da gibt es hier unterschiedliche Möglichkeiten, wie man dieses Ausgangsdiagramm erweitert, um auf die vier Felder zu kommen. Man erweitert das ganz einfach, indem man spiegelt. Das heißt, man kann jetzt hier hingehen und man kann hier spiegeln um die untere Achse. Aber das ist jetzt keine Einschränkung der Allgemeinheit. Ich kann auch um die Achse hier spiegeln und dann hätte ich so ein Diagramm. Ja? Aus Platzgründen spiegeln wir immer so, dass diese Diagramme, die sich ergeben, immer so quadratisch praktisch sind und nicht so länglich. Ja? Da passen sie dann irgendwann mal nicht auf dem Papier. Ja? So, das heißt, wir spiegeln jetzt hier, da das so Rechteck hier, wir versuchen das so ein bisschen quadratisch zu machen, wir spiegeln um die Achse hier. Und dann haben wir insgesamt vier Felder. Und in diesen Feldern sehen wir eigentlich jetzt Folgendes. Wir sehen, dass wir hier auch vier Indizes haben. Und diese Indizes, die geben uns die Belegung der Eingangsvariablen. Ich weiß, dass es ziemlich einfach ist, aber das ist auch eine Fehlerquelle, die viele eigentlich begegnen bei Aufgaben oder machen bei Aufgaben in Klausuren und Ähnliches. Diese Indizes, die geben uns jetzt die Belegung der Eingangsvariablen an. Das heißt, wenn ich hier die Variable BA hier schreibe, dann habe ich die Belegungen 00, 01, 1, 0, 1, 1. Und man sieht hier, in dem Feld habe ich die Belegung 00, weil das ist das Feld, was außerhalb A und außerhalb B ist. B ist unten gleich 1 und A ist rechts gleich 1. Also A ist hier 1 und B ist hier in den beiden Feldern 1. Das heißt, in dem Feld hier habe ich 01. Also das gehört zu der Belegung 01. Das gehört hier zu der Belegung 10 und das gehört zu der Belegung 1,1. Und wenn man jetzt diese Belegungen dezimal interpretiert, kommt man natürlich auf die Indizes, die im Diagramm zu sehen sind. Das ist für zwei Variablen. Wenn wir Funktionen mit drei Variablen haben, dann haben wir acht Belegungen der Eingangsvariablen. Also wir müssen nochmal spiegeln. Wenn ich hier um die Achse hier spiegele, ja, dann bekomme ich acht Felder. Und man sieht hier, das heißt eine neue Variable, die Variable C. Und diese Indizes sind die Belegungen der Variablen. Also meine erste Variable war A, die zweite B und die dritte C in dieser Reihenfolge. Und diese Indizes hier sagen mir, dass dieses Feld weder in A noch in B noch in C liegt. Dass dieses Feld in A, aber nicht in B und nicht in C. Dass dieses hier in A und B und in C, das ist in C und B, aber nicht in A. Man sieht tatsächlich, die 6 ist nicht in A, sondern in A quer. Dadurch, dass ich gespiegelt habe, verdoppelt sich die Anzahl der Felder vor A. Also ich hatte zwei Felder, wo A gleich 1 war hier. Jetzt habe ich 4 und ich hatte zwei Felder, wo A gleich 0 war. Und jetzt habe ich auch 4, wo A gleich 0 ist. Das ist die 4, das ist in C, aber nicht in B und nicht in A. Das ist in C, nicht in B und in A. Das ist nicht in C, in B und in A. Und das ist nicht in C, in B und nicht in A. Das heißt, man sieht eigentlich, diese Indizes, die sagen uns immer genau, wir haben praktisch so eine eindeutige Adressierung oder Zuordnung eigentlich von Belegung der Eingangsvariablen zu dem Feld. Und das kann man weitermachen. Jetzt, wenn wir vier Variablen haben, dann haben wir 16 Belegungen der Eingangsvariablen. Wir haben das letzte Mal um die vertikale Achse gespiegelt. Damit wir quadratisch bleiben, spiegeln wir jetzt um die andere Achse, also um die horizontale Achse. Es entsteht eine neue Variable D. Das ist ein, jetzt haben wir hier n gleich 4.
Jetzt haben wir hier n gleich 4 Variablen. Und da sieht man hier die neue Variable d. Wir wissen, die neue Variable d, die fängt ab der Belegung 8. Das heißt, wir haben 6 Belegungen in der Funktionstabelle. Und die Variable d ab der Belegung 8 bis 15 hat 1. Das heißt, das sind die neuen Felder hier. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und natürlich der ursprüngliche Bereich, die ersten 8 Belegungen, da hat die neue Variable d den Wert 0. Das ist, wie diese Belegungen in der Funktionstabelle entstehen. Und man sieht hier auf die gleiche Art und Weise, kann man hier sagen, okay, das ist 13, also 13, das ist in D, das ist in C, das ist nicht in B und in A. Und das sieht man, das ist tatsächlich in D, weil D hat hier den Wert 1. Das ist auch in C, weil C hat auf der Seite den Wert 1. Das ist außerhalb B, weil B ist nur in der Mitte 1. Und das ist in A, weil A in den beiden mittleren Spalten den Wert 1 hat. Aber man kann diese Felder, das heißt, wenn ich jetzt hier nicht weiß, was hier steht, ja, wenn ich nicht weiß, was hier steht, dann kann ich hingehen und kann sagen, okay, das Feld hier ist in D, ja, und ist außerhalb von C, aber in B und in A. Ja, das heißt, ich bekomme 8 plus 3, das ist die 11, die vorher hier stand. Ja, also 1, 0, 1, 1. Es gibt natürlich eine andere, man kann sich auch die Indizes automatisch berechnen oder automatisch bestimmen, weil diese neuen Indizes, die hier entstehen, die entstehen aus dem alten Index des Feldes, aus dem das neue Feld durch die Spiegelung entstanden ist, indem man zu dieser Nummer oder zu diesem Index ein Offset addiert. Man sieht hier, das Feld ist spiegelbildlich zu dem Feld hier und das Feld ist spiegelbildlich zu dem hier, also die 10, das Feld 10 ist aus 2 entstanden durch die Spiegelung und 0 aus 8, 7 oder 15 aus 7 und 13 aus 5 und so weiter und so fort. Das gleiche eigentlich können wir hier auch sehen. 4 ist entstanden aus 0 und 1 aus 5. Und wenn man diese Übergänge oder diese Nummern mal anguckt, dann sieht man hier, dass man hier eine Differenz immer zwischen diesen Feldern von 4 hat und dass man hier eine Differenz zwischen den Indizes der Felder von 8 hat. Das heißt, die neuen Indizes, die ergeben sich eigentlich aus den alten, indem ich 2 hoch n minus 1 Offset dazu addiere. Das heißt, bei diesem KV-Diagramm mit n gleich 4 addiere ich 2 hoch 4 minus 1, also ist gleich 8. Und wenn zum Beispiel 12 ist, das spiegelbildliche Feld zu 4 ist, also das Feld ist spiegelbildlich zu 4, dann weiß ich hier, dass 4 plus 8. Das können wir auf die gleiche Art und Weise hier machen. Das heißt zum Beispiel jetzt hier ein KV-Diagramm mit 5 Variablen, n gleich 5, das heißt unser Offset ist 2 hoch 4, 16. Und da sieht man, dass das Feld 16 hier aus ist spiegelbildlich zu 0 oder ist aus 0 entstanden durch die Spiegelung. 2, 18, 10, 26, 8, 24, 6, 22 und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort. Das heißt, man kann das auch noch machen für KV-Diagramm mit 6 Variablen. Das war unser KV-Diagramm von vorher mit 32 Feldern für 5 Variablen, weil wir haben ja 32 Belegungen der Eingangsvariablen. Und wenn wir jetzt eine weitere Variable dazu haben, das wäre dann die Variable D, die Variable F, dann bekommen wir sowas. Und wenn wir jetzt beispielsweise hier die Nummer von beispielsweise diesem Feld hier bestimmen wollen, dann wissen wir, das Feld ist spiegelbildlich oder ist aus dem Feld 6 entstanden. Ja? Und das heißt, Index neu, wir wissen das, ist gleich Index alt, plus 2 hoch n minus 1.
hier ist n gleich 6. Das heißt eigentlich, der Index hier ist gleich 6 plus 32 ist gleich, wie viel ist das? 38 so ungefähr, ja. Und das heißt, 0 hier, da haben wir hier dann 32, hier haben wir 30, 34, 8 plus 32 ist 40 und das ist hier die 42. Und so weiter und so fort. Ihr werdet gleich sehen, warum das so hilfreich ist, dass man weiß, welche Nummer welches Feld hier hat. So, ganz kurze Zusammenfassung. Das heißt, die KV-Diagramme von mehreren Variablen erhält man immer wieder durch Spiegelung. Für eine neue Variable verdoppelt sich immer die Anzahl der möglichen Belegungen, wie wir gleich gesehen haben. Und jedes Feld hat eine eindeutige Variablenzuordnung. Das heißt, das Feld 11 hat die Zuordnung in D, aber nicht in C, in B und in A. Das heißt, in D, nicht in C, in B und in A. Das heißt, wir können eigentlich sogar das Produktterm hier direkt schreiben. Das Produktterm, was hier zu diesen Variablen gehört. Ja? Das heißt, Feld 11 ist, entspricht Produktterm A, B, C, quer D. Und Index in den Feldern gibt den Index der zum Feld gehörenden Variablenbelegung an. So, soweit, so gut, oder gibt es Fragen? Das kennt ihr, glaube ich, aus der Schule. Also viele von euch haben das schon in der Schule, glaube ich, schon mal gesehen. Gut, jetzt, wir wollen nicht vergessen, wir sind jetzt ein bisschen abgewichen, wir haben diese schönen Diagramme und so weiter gesehen. Man kann sich hier vorstellen, wenn jetzt ich Funktionen mit 7 Variablen oder 8 Variablen habe, wie riesig das Ganze wird. Und wir haben gesagt, bis 6 Variablen geht es noch, aber ansonsten muss man vielleicht andere Darstellungsformen von Funktionen, zum Beispiel tabellarisch hier verwenden. Und jetzt haben wir gesehen, wie diese Diagramme, diese KV-Diagramme funktionieren. Unser Ziel ist nach wie vor, Schaltfunktionen zu realisieren. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir jetzt Schaltfunktionen mit Hilfe von diesen Diagrammen repräsentieren und wie wir dann mit Hilfe von diesen Diagrammen möglichst diese Schaltfunktionen möglichst vereinfachen. Ja, wir wollen sie minimieren, das heißt, wir wollen sie vereinfachen. So, und die Funktionsweise ist, wenn die Funktion in Tabellenform angegeben ist, jede Zeile der Funktionstabelle entspricht einem Feld im KV-Diagramm. Für jede Zeile sucht man also das zugehörige Feld im KV-Diagramm und schreibt dort den Funktionswert ein. Und ein Trick hier, um die Felder im KV-Diagramm leicht zu finden, man schreibt die Variablenreihenfolge in der Funktionstabelle in der umgekehrten Reihenfolge. Also jetzt haben wir gespiegelt, hatten wir die Variable A, B, C. Also wir haben zunächst mal gespiegelt, um für B Felder zu erzeugen, dann für C, dann für D. Und wenn man die Variablenreihenfolge in der Funktionstabelle in der umgekehrten Reihenfolge schreibt, das heißt, A hat die niedrigste Stellenwertigkeit in der Funktionstabelle, dann kann das KV-Diagramm gemäß der Indizierung, die wir gerade kennengelernt haben, tatsächlich ausgefüllt werden. Und das wollen wir anhand von einem Beispiel sehen. Ja? Das heißt, wir haben hier eine Funktionstabelle, und ich habe die Variablen auch in dieser umgekehrten Reihenfolge. Das heißt, A ist die Variable mit der niedrigsten Stellenwertigkeit, also wo die Belegung jedes Mal wechselt, dann B, dann C. Und man sieht 3 Variablen, das heißt 8 Belegungen der Eingangsvariablen. Das heißt, wenn ich diese Funktion mit KV-Diagramm darstelle, brauche ich ein KV-Diagramm mit 3 Variablen und ein KV-Diagramm mit 8 Feldern. Und wir wissen, wie diese KV-Diagramme erzeugt werden können. So, das heißt, wir haben so ein KV-Diagramm und wir gehen hin und wir sagen, okay, die Belegung 0, also unser KV-Diagramm haben wir. Wir kennen auch diese Indizes, wie ich bereits erklärt habe. Das heißt, die Nummerierungen 0, 7, 6 und so weiter und so fort. Und wir haben hier unsere Funktionstabelle und da sieht man die Belegung 0, 0, 0. Also das ist nichts anderes als dieses Feld hier. Da hat die Funktion den Wert 0. 0, 0, 1 hat die Funktion den Wert 1
auch 0. Das ist 0, 1, 0. Das ist die Belegung hier. Da hat die Funktion den Wert 1, deshalb schreiben wir die 1 hier. Dann haben wir bei 3, das ist 0, 1, 1, das sind die Belegungen der Eingangsvariablen. Reihenfolge ist C, B, A. Ja? Und bei 4, wie man sieht, hat die Funktion den Wert 1, das heißt, das ist 1, 0, 0. Also die 4, 1, 0, 0, die 5, 1, 0, 1, die Belegung 1, 0, 1, sehen wir, die Funktion hat den Wert 0. Und hier haben alle Variablen den Wert 1 und hier nur a hat den Wert 0. So, das ist eigentlich ganz trivial, oder? Unter der Voraussetzung, dass ich weiß, wie die Nummern von diesen Feldern sind, ja, und das haben wir bereits gerade kennengelernt, wie man diese Nummern bestimmt. Und unter der Voraussetzung, dass ich tatsächlich, wenn A die erste Variable, also in der Mitte hier vom KV-Diagramm, das ist die Anfangsvariable, mit der wir angefangen haben, wenn das der Fall ist, dann muss A an der Stelle stehen, das heißt die Variablen hier in der anderen Reihenfolge, dann ist es eigentlich nur die Werte hier nehmen und entsprechende Nummern im KV-Diagramm eintragen. So, jetzt wollen wir das für ein Beispiel sehen. Das heißt, wir hätten so eine Funktion, auch mit 3 Eingangsvariablen. Und diese Funktion hat die Mintermi 0, 1, 3 und 4. Aha, das ist noch interessanter. Mintermi 0, 1, 3 und 4. Das heißt, ich habe hier eine 1 bei Minterm 0. Weil das ist 0, 0, 0 und 0, 0, 0 ist nichts anderes als C quer, B quer, A quer. Ja? Und Minterm 1, das heißt die Funktion, das heißt dieses Produktterm hier, C quer, B quer, das muss ein C quer sein. Ja? Und das ist ein C quer und das ist ein C quer. Und das ist auch ein C quer, ist was Faules hier passiert. So. Das heißt, und dann Minterm 3, das heißt, die Funktion hat den Wert hier 1 und dann Minterm 4, die Funktion hat hier den Wert 1. So, das heißt, wir wissen also, diese Funktion hat diese 4 Einser, das ist eine Funktion mit drei Variablen, also 8 Belegungen der Eingangsvariablen und bei 4 dieser Belegungen haben wir den Wert 1. Und sonst natürlich hat die Funktion, und bis jetzt haben wir nur über vollständig definierte Funktionen geredet, an den anderen Stellen, also für die anderen Belegungen der Eingangsvariablen, den Wert 0. Und jetzt die interessante Eigenschaft von diesen KV-Diagrammen ist, dass solche Mintermi, die symmetrisch zu einer Achse liegen im Diagramm, sie unterscheiden sich nur in einer Variable. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Minterm 0 und 1 betrachten, also Minterm 0 und 1, man sieht, das ist C quer, B quer, A quer und C quer, B quer, A. Ja? Und das sind zwei Mintermi der Funktion. Das heißt, wenn ich zum Beispiel diese zwei Mintermi jetzt disjunktiv miteinander verknüpfe, das heißt C quer, B quer, A quer oder C quer, B quer, A, dann wissen wir eigentlich, da kommt hier ein C quer B quer raus, weil wir können das ausklammern und A quer oder A ist 1 und 1 und irgendetwas ist irgendetwas. Aber was ist C quer B quer? C quer B quer, wenn wir jetzt in diesem Diagramm gucken, das ist der Bereich im Diagramm, wo C 0 ist und B 0 ist. Und dieser Bereich im Diagramm ist der hier. In diesem Bereich, in diesen zwei Feldern hier, haben wir C gleich 0 und B gleich 0. Das heißt, dieses Produktterm hier, ja, der Produktterm C quer B quer, entspricht eigentlich diesem Block hier mit den zwei Einsen. Und dieser Block entsteht aus zwei Mintermen, die sich nur in einer einzigen Variable unterscheiden, und zwar in A quer. Das gleiche Spiel kann man machen natürlich für 1 und 3. Also 1 ist natürlich, und jetzt kann man das blind schreiben, C quer, B quer, A, das ist 1.
und 3 ist C-Quer BA. Und wenn man das Ganze jetzt hier auf die gleiche Art und Weise, C-Quer BA, wenn man zum Beispiel, was wollte ich, 1 und 3, genau. So, was kann ich hier machen? Das ist nichts anderes, wenn ich jetzt C-Quer A ausklammere, dann bleibt B-Quer oder B, das heißt, das ist C-Quer A. Und was ist C-Quer A? Also das ist, was wir kennen durch die Boolsche-Algebra, ja, durch Huntingtonische Axiome. Und C-Quer A ist der Bereich eigentlich, wo C 0 ist und A 1 ist. Und dieser Bereich ist das hier. Das heißt, wie man hier sieht, können wir solche Mintermi 1 und 3, die spiegelbildlich zueinander im KV-Diagramm sind, können wir sie zusammenfassen zu einem größeren Block im KV-Diagramm. Und zu diesem großen Block gehört dann ein Produktterm, der wesentlich kürzer ist als die zwei Produkttermi, die zu den Mintermen gehören. Das heißt, hier ist ein Produktterm entstehen, wo die Variable a nicht auftaucht. Das heißt, ein kürzeres Produktterm. Und hier ist auch was Kürzeres entstanden als die beiden Mintermi. Und man sieht hier noch ein letztes Beispiel, weil es so schön ist und weil keiner daran denkt, dass zum Beispiel hier Minterm 0 und Minterm 4, die sind ja auch spiegelbildlich zueinander. 4 ist aus 0 entstanden, als wir um die vertikale Achse gespiegelt haben. Und das ist auch klar, weil 0 ist C-Quer 0 ist C-Quer B-Quer A-Quer und 4 ist C B-Quer A-Quer. Das heißt, das Ganze ist nichts anderes als B-Quer A-Quer und das ist tatsächlich der Fall. Das heißt, der blaue Block hier, das sind die Felder, wo A 0 ist und B 0 ist. B ist oben 0 und A an den Seiten 0 und der Schnitt von den zwei sind tatsächlich diese zwei Felder. So, was lernen wir eigentlich daraus? Wir lernen daraus, dass wir solche Einsen oder Mintermi, wir werden auch später sehen, dass alles gilt natürlich auch für die Maxtermi, dass Mintermi im KV-Diagramm, die spiegelbildlich zueinander sind, also die liegen symmetrisch zueinander im KV-Diagramm, die unterscheiden sich nur durch eine Variable und wir können diese Variable kürzen aus den beiden Mintermen und kommen zu einem kürzeren Term. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir kommen auch von Kreisen um diese einzelnen Mintermi zu größeren Blöcken. Ja, also wenn das die Kreise sind um die einzelnen Mintermi, dann können wir durch die Zusammenfassung von zwei Mintermen zu größeren Blöcken in diesem Diagramm kommen. So, hier gucken wir mal das Ganze nochmal anhand von einem Beispiel. Nach den Regeln der Boolschen Algebra lassen sich natürlich die Terme, die sich in einer Variable unterscheiden, zusammenfassen. Das haben wir gesehen. Das ist noch ein Beispiel hier angegeben. Das heißt, wenn wir jetzt hier ABC oder ABC quer haben. Wo ist ABC? Das ist überall, wo die Variablen den Wert 1 haben. Das ist das hier, die 7, weil alle Variablen die Belegung 1 hier haben. Und das ist hier 0, das ist hier die Belegung 1, 1, 1, 0. Und jetzt denken alle Leute, okay, das ist Index 7 und das ist Index 6. Aber das ist natürlich falsch, das ist nicht Index 6, weil bei dem KV-Diagramm, wo A hier steht als erste Variable und B als zweite und C als dritte, müssen wir dann diese Belegung in der richtigen Reihenfolge interpretieren. Das heißt 0, 1, 1, C quer B, A, das ist also 3. Und da habe ich hier bei 3 dann eine 1. Und man sieht hier, das sind zwei Mintermi der Funktion, die sind beide Implikanten der Funktion. Einmal die 3 und einmal die 7.
Und wir wissen durch schaltalgebraische Umformung auf die gleiche Art und Weise, dass es nichts anderes eigentlich als AB. Ja, und AB ist nichts anderes als der Bereich hier im KV-Diagramm, wo A gleich 1 ist und B gleich 1. Und wo ist A gleich 1 und B gleich 1, ist das hier. So, das heißt, es entsteht ein Term ohne diese Variable, in der sich die zwei Min-Terme unterscheiden. So, gut. Das heißt, symmetrisch zu den Achsen im KV-Diagramm liegende Min-Terme lassen sich zu einem einfacheren Term zusammenfassen. Und jetzt kann man raten, dass dieser Minimierungsvorgang im KV-Diagramm darauf hinausläuft, dass wir möglichst große Blöcke von Einsen finden müssen, die alle Einstellen der Funktion überdecken. Ja? Und hier in dem einfachen Beispiel 3 und 7, die sind symmetrisch zueinander, fassen wir zu einem einfacheren Term. Jetzt gucken wir mal, wie das Ganze hier weitergeht. Und bevor wir das angucken, erinnern wir uns ganz kurz an eine Definition, und zwar Implikant einer Funktion. Wir haben den Implikant einer Funktion definiert, also Funktion f von n Variablen und g ein Produktterm aus Literalen dieser Variablen. G ist dann ein Implikant der Funktion, wenn g die Funktion impliziert. Das heißt, wenn die Menge aller Einsen von g, von diesem Produktterm, in der Menge aller Einsen der Funktion f enthalten ist. Was bedeutet das in unserem Fall? Das bedeutet, wenn wir jetzt diese Funktion haben, angegeben durch die Min-Terme 0, 2, 4, 5, 6 und 7, also 0, 2, 4, 5, 6 und 7, die Funktion hat nur bei 1 und 3 den Wert 0, dann sehen wir, dass zum Beispiel g gleich a b quer c, das ist Min-Term 5, natürlich ist das ein Implikant der Funktion, weil die Einstellen von diesem Produktterm von g ist in der Einstellen der Funktion enthalten. Die Schreibweise hier, die sagt uns eigentlich, wo sind die Einstellen der Funktion? Also Min-Term so und so, das heißt, die Einstellen der Funktion sind bei der Belegung 0, 2, 4, 5, 6 und 7. Und hier g ist die Einstellen von g sind enthalten in der Menge der Einstellen von der Funktion f. Deshalb ist es ein Implikant der Funktion. So, jetzt gucken wir mal das hier. G ist gleich bc. Das sind zwei Min-Termi, die spiegelbildlich zueinander liegen, die wir zusammengefasst haben zu einem kürzeren Term bc. Und diese zwei Einsen sind natürlich in der Menge der Einsen der Funktion enthalten. Deshalb ist es auch Implikant der Funktion. Das ist auch ein Implikant der Funktion. Das heißt, die Einsen 0 und 2, bei 0 und 2, 4 und 6, das ist nichts anderes als a quer, die sind Teil von der Einstellung der Funktion, von der Menge der Einstellung der Funktion. Das ist Implikant der Funktion. So, gehen wir mal ein bisschen weiter. Man sieht hier, dass komplett diese 4 Einsen hier, ja, diese 4 Einsen hier, das ist also der komplette Bereich C, ist auch eine Implikant der Funktion, weil diese Einsen natürlich auch in der Menge der Einstellen der Funktion enthalten ist. Man sieht hier zum Beispiel, dass der Bereich hier G gleich C kein Implikant der Funktion, also wenn ich das hier, das muss gleich B sein hier und nicht C, ja, das ist kein Implikant der Funktion, weil wie man sieht, hier gibt es ja eine Null dazwischen. Es muss ein B sein. Und wie wäre es damit? Ist dieser Block hier ein Implikant der Funktion? Natürlich erscheint das in Rot. Und wenn man jetzt so ein bisschen analog denkt, dann sollte es kein Implikant der Funktion sein. Aber es sind alle Einsen enthalten in der Menge der Einsen der Funktion. Das heißt eigentlich, sollte das implikant sein, oder? Wenn das implikant wäre, und implikant ist ein Produktterm, wer von euch kann mir sagen, wie dieser Produktterm heißt?
Also heißt es AC, heißt es BC, heißt es A. Kann jemand von euch einen Produktterm bilden, der diesen roten Block beschreibt? Also zum Beispiel hier, der Block hier war C, weil das liegt alles in C. Die zwei Einsen, die sind zum Beispiel nicht in C und nicht in A, also C quer, A quer. Und kann jemand von euch jetzt einen Produktterm bilden, mit dem man diese sechs Einsen hier beschreibt? Genau, C, das ist tatsächlich C, der komplette C, oder nicht A. Und nicht A sind alle Felder, die nicht in A sind. Also die hier und die hier. Aber das ist kein Produktterm, das ist jetzt ein Summenterm der Funktion und deshalb ist kein Implikant der Funktion. Allgemein, Implikanten der Funktionen, wie in den Fällen, die wir gesehen haben, die haben immer eine 2 hoch k Einsen oder umfassen ein 2 hoch k Einsen im KV-Diagramm. Das heißt 2, 4, 8, 16. Und man sieht hier, wir haben 6 Einsen und 6 ist kein Zweierpotenz und deshalb ist es vielleicht so auch eine kleine Eselbrücke, mit der man das auch merken kann. So, nun definiert man auch sogenannte Implikanten Kata-Ordnung, das heißt, sie umfassen 2 hoch k Felder. Das entspricht im Würfelkalkül k don't cares in den jeweiligen Würfeln. Das heißt, die Minterme, die wir kennengelernt haben, zum Beispiel Minterm 0, Minterm 6 hier, die sind Implikanten nullter Ordnung. Wenn ich zwei Minterme zusammenfasse, wie zum Beispiel 0 und 2, weil die spiegelbildlich zueinander sind, zum Beispiel 5 und 7, dann bekomme ich Implikanten erster Ordnung. Und wenn ich Implikanten erster Ordnung zusammenfasse, also ich kann auch 4 und 6 zusammenfassen, und wenn ich jetzt diese zwei Implikanten erster Ordnung zusammenfasse, dann bekomme ich einen Implikanten zweiter Ordnung, also zum Beispiel hier C in dem Beispiel. Gut, nun wissen wir also jetzt, wie unser Prinzip oder wie unsere Strategie aussieht. Das heißt, wir übertragen die Funktion in das KV-Diagramm und wir versuchen, möglichst große Zusammenfassungen von Einsen zu bilden. Also möglichst große Einsblöcke im KV-Diagramm zu finden. Die entsprechen dann möglichst kurzen Produkttermen. Das heißt, wir haben so viele Literale eliminiert und somit die Kosten auch reduziert. Jetzt wollen wir mal gucken. Man sieht hier, man kann ja vieles zusammenfassen. Wenn ich die Funktion aber realisieren will, dann reicht es mir eigentlich, wenn ich eine Menge von solchen Implikanten nehme, die alle Einsen der Funktion überdeckt. Also überflüssige Blöcke von Einsen oder überflüssige Implikanten, die sollte man nicht nehmen, weil die tragen nicht zur Realisierung der Funktion bei und kosten ja Geld. Ja, also erhöhen die Realisierungskosten. Und deshalb ist die Frage, welche Implikanten eigentlich sollte man nehmen bei der Realisierung, bei einer minimalen Realisierung der Funktion. Bevor wir das hier die Frage beantworten, führen wir den Begriff oder eine Definition von einem Primimplikanten. Und zwar ein Primimplikant ist natürlich ein Implikant der Funktion und das ist aber der Implikant von großer Ordnung, den man bilden kann. Was bedeutet das? Das bedeutet, umfasst einen möglichst großen 1-Block im KV-Diagramm. Das bedeutet, für die Minimierung einer Funktion muss ich zunächst mal diese möglichst großen Blöcke im KV-Diagramm finden von Einsen und schauen, ob sie alle Einstellen der Funktion realisieren. Wenn das der Fall ist, dann habe ich Glück. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich irgendwelche anderen kleineren Implikanten nehmen, damit alle Einsen der Funktion realisiert sind.
Das heißt, jede Funktion kann man dann auf die Art und Weise als Disjunktion von den Primimplikanten darstellen. Und das wollen wir ganz kurz anhand von einem Beispiel sehen. Das ist eine Funktion, die wollen wir jetzt minimieren. Und wir wissen, wie das geht, zum Beispiel schaltalgebraisch. Also schaltalgebraisch würde ich jetzt hingehen und sagen, okay, das ist gleich a quer b c. Oder was mache ich hier? Oder was habe ich gemacht? Ich erweitere mit a b quer c oder a b c oder a b quer c quer. Dann sehe ich hier, ich kann zum Beispiel das hier und das hier. Kann ich a rausklammern, dann ist es a quer oder a bc. Oder ich kann bei den zwei hier zum Beispiel ab quer rausklammern, dann bleibt c oder c quer. Und wir wissen, c oder c quer, a oder a quer ist gleich 1, 1 und irgendetwas ist irgendetwas. Das heißt, es kommt hier bc oder ab quer. Und das ist, was wir jetzt machen wollen hier für diese Funktion. Das heißt, die Funktion ist gegeben und wir wollen sehen, ob wir tatsächlich auf diese Lösung kommen können mit dieser grafischen Minimierung. Ja, die Funktion ist gegeben, da müssen wir die Funktion zunächst mal in das KV-Diagramm eintragen. Die Funktion ist gegeben durch zunächst mal, und da muss ich ein bisschen aufpassen jetzt, CBA quer, das ist Minterm-Nummer, wie viel? Mit der Nummer wie viel? Das ist ein Implikant der Funktion. Das ist ein Minterm, weil alle Variablen der Funktion dort auftauchen. Und welche Nummer ist das im KV-Diagramm? Wer will die Frage beantworten? Ja, Nummer 6. Genau. Das ist Nummer 6, weil das ist die Eingangsbelegung so. Und wenn wir die Variablenreihenfolge als CBA interpretieren, dann haben wir 1, 1, 0. So, machen wir weiter mit dem hier. Wer will die Frage hier beantworten? 1, genau. Das ist 1, 0, 0. Und wenn wir das so interpretieren, dann ist das die 1. 5 und 7. Und was ist die Belegung hier? 1 und 1. Und wenn ich das hier interpretiere, 1 und 1 und don't care. Ja, und diese don't care ist dann, kann einmal 0 sein und einmal 1 sein. Und deshalb ist es tatsächlich 5 und 7. So, das ist der erste Schritt. Das heißt, wir haben die Funktion in das KV-Diagramm übertragen. Jetzt wenden wir unsere Techniken, die wir kennengelernt haben. Zwei Minterme, die spiegelbildlich zueinander liegen, kann ich zusammenfassen. Das heißt, ich kann diese 5 und 7 zusammenfassen. Jetzt kommt die Animation und macht alles kaputt, aber ich mache es lieber per Hand. Und 6 und 7 sind auch spiegelbildlich zueinander, die kann ich auch zusammenfassen. Ja? Und wir sehen auch, dass eigentlich 5 und 7 auch spiegelbildlich zueinander sind. Das war ja unser AC hier. Das heißt, was habe ich hier? Ich habe folgende Minterme. Einmal die zwei zusammengefasst, einmal die hier und einmal die hier. Und was ist unsere Aufgabe bei der Minimierung? Eine Menge von Primimplikanten zu finden. Das sind die möglichst großen 1-Blöcke, die wir bilden können. Es gibt keine weiteren Symmetrien, die wir betrachten. Und wir haben drei gefunden. Der erste ist, die sind alle erster Ordnung, die ergeben sich aus der Zusammenfassung von zwei Minterminen. Der erste ist A quer, AB quer. Der zweite ist AC und der dritte ist BC. Man sieht aber, dass wir zur Realisierung dieser Funktion nicht alle diese Primimplikanten brauchen. Um die Funktion zu realisieren, müssen wir nur Blöcke finden, die alle 1-Stellen der Funktion realisieren. Und man sieht, dass der blaue hier Block und der grüne Block alle Minterme der Funktion überdecken. Das heißt eigentlich, dieser rote AC hier brauchen wir gar nicht. Das ist entbehrlich, ja. So, das heißt, A, B quer oder B, C genügen. Das heißt, unsere Funktion, die wir vorher schaltalgebraisch realisiert haben, G ist dann gleich A, B quer oder B, C. Und wenn wir jetzt zurückgehen und schauen, nur um zu prüfen, ob wir das richtig gemacht haben, A, B quer oder B, C.
Das ist genau also, was wir gemacht haben. Schaltalgebraisch bekommen wir natürlich hier auf die Art und Weise. Also, das heißt, bei der Minimierung von Schaltfunktionen muss man zwei Schritte führen. Einmal, man bestimmt alle Primimplikanten, das heißt Implikanten mit der geringsten Anzahl von Lateralen. Das entspricht Gattern mit der geringstmöglichen Anzahl von Eingängen und das entspricht wiederum möglichst große Blöcke von 1 im MKV-Diagramm. Und im zweiten Schritt, ja, das war der erste Schritt hier, diese Zusammenfassungen. Das war der erste Schritt. Und im zweiten Schritt müssen wir durch scharfes Hinschauen eigentlich im MKV-Diagramm sagen, welche dieser Blöcke sind notwendig für die Realisierung der Funktion. Und durch scharfes Hinschauen finden wir heraus hier, dass Blau und Grün notwendig sind, um alle 1-Stellen der Funktion zu überdecken, aber dass Rot entbehrlich ist. Das heißt, der zweite Schritt hier, wir müssen eine minimale Anzahl von Primimplikanten zur Überdeckung der Funktion bestimmen. Das heißt, eine minimale Anzahl von Gattern, mit denen wir die Primimplikanten realisieren. So, nun gehen wir einen Schritt weiter und schauen wir mal, wenn wir das Beispiel hier betrachten, dann sieht man eigentlich, dass man den blauen und den grünen unbedingt nehmen muss, ja, auch wenn andere Konstellationen da vorhanden sind. Zum Beispiel hier kann man sehen, dass zum Beispiel diese 1 nur durch den blauen hier Block überdeckt wird und diese 1 nur durch den grünen Block überdeckt wird. Und das sind spezielle Primimplikanten einer Funktion, die man Kernprimimplikanten nennt. Ja, das heißt Kernprimimplikanten oder ein Implikant ist ein Kernprimimplikant, wenn er einen Minterm der Funktion überdeckt, der von keinem anderen Primimplikanten überdeckt wird. Das heißt, diese Kernprimimplikanten, die müssen wir immer in jeder disjunktiven Minimalform aufnehmen. So, jetzt können wir schauen, wie wir so eine disjunktive Minimalform bestimmen. Das heißt, wir wissen, dass wir bei einer disjunktiven Minimalform die einzeln zusammenfassen zu möglichst großen Blöcken. Also das heißt, die Primimplikanten der Funktion bestimmen. Wir wissen, dass wir die Kernprimimplikanten unbedingt aufnehmen müssen, weil das sind solche, durch die ein Minterm der Funktion, nur durch die ein Minterm der Funktion überdeckt wird. Und wenn man jetzt hier die Kernprimimplikanten nimmt und dann eine weitere Anzahl von Primimplikanten und natürlich jetzt hier im KV-Diagramm durch hinschauen, später werden wir systematische Verfahren kennenlernen, wie wir hier das bestimmen, dann bekommt man die disjunktive Minimalform. Und das wollen wir anhand von diesem Beispiel anschauen. Das heißt, gegeben sei die Funktion AB oder AC oder B quer C. Das ist eine Funktion von 4 Variablen, also ein KV-Diagramm mit 6 Feldern, mit den Indizes, die wir bestimmen können, die wir ablesen können, die Zuordnung kennen und so weiter und so fort. Und das Erste, was wir machen müssen, ist natürlich die Funktion in dieses KV-Diagramm zu übertragen. Ja? Und wie machen wir das? Wir machen das, indem wir sagen A und B. AB ist der ganze Bereich. AB ist ein Implikant der Funktion. Das heißt, überall, wo ich a gleich 1 und b gleich 1 habe, das ist diese Mitte hier, hat die Funktion den Wert 1. Also diese 4 Einsen hier, die sind ab. Dann haben wir ac. Ac, das ist eigentlich auch ein Implikant der Funktion. Das ist ein Implikant der Funktion. Hat jemand was entdeckt? Dass hier eine 1 fehlt? So, das kommt vielleicht noch bei der nächsten Animation, AC. Tja. Und der letzte Term ist B quer C. Und B quer C ist also alles, was nicht in B, aber in C, das sind also die einzelnen
4 und 5 und 12 und 13. Ja? Ich lösche mal meine Annotationen hier. Aber da haben wir diese Funktion hier übertragen. Das heißt, wir haben eigentlich Folgendes gemacht. Wir haben hier A und B. Und wir haben hier die Einsen A und C. Und wir haben B quer und C. Ich nehme mal eine andere Farbe. Das ist B quer und C. Ja? Da haben wir die Funktion hier eingetragen. Und dann können wir mal jetzt gucken. Gleich habe ich das zusammengefasst. Das heißt, hier kann ich keine weiteren Zusammenfassungen von diesen vier Einsen machen. Hier auch nicht und hier auch nicht. Aber wenn ich jetzt hier die disjunktive Minimalform der Funktion bestimme, dann muss ich zunächst mal meine Kernprimimplikanten finden. Und die Kernprimimplikanten sind solche, die für eine 1 verantwortlich sind, ja, oder durch die eine 1, nur durch die eine 1 verantwortlich sind, ist zum Beispiel hier die 3. Die wird nur durch den blauen hier überdeckt. Die 12 oder die 4 durch den roten. Und wenn ich den blauen nehme, dann habe ich die Minterme 3, 7, 11, 15. Und wenn ich den roten nehme, dann habe ich 4, 5, 12, 13 überdeckt. Das heißt, diesen grünen hier eigentlich brauche ich nicht. Das heißt, ich habe hier 2 Kernprimimplikanten, blau und rot. Und diese 2 Kernprimimplikanten überdecken alle Einsen der Funktion, so dass die Minimalform der Funktion nichts anderes als AB oder A quer C ist. Okay, verstanden? Sicher? So, wir löschen hier die Animation. Okay, jetzt gucken wir mal ein anderes Beispiel. Das ist wiederum eine Funktion, die hier angegeben durch A quer C quer oder AC oder A quer B quer. Man sieht hier AC, das sind diese Einsen. Aufgepasst, AC sind diese Einsen, also alles, was in A und in C. Alles, was nicht in A und nicht in C, sind die blauen. Und was nicht in A und nicht in B, sind die Ecken, die grauen. Ja, also 0, 4, 12 und 18. Und man sieht hier, wir haben diese Funktion eingetragen, aber das bedeutet nicht, dass das alle Primimplikanten der Funktion sind. Man sieht hier, dass zum Beispiel der rote hier ist auch ein Primimplikant der Funktion, der nicht in der ursprünglichen Form vorhanden war. Weil ich kann 4 und 5 und 12 und 13 zu einem größeren Block B quer C quer zusammenfassen. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter als vorher. Jetzt müssen wir die Kernprimimplikanten bestimmen. Man sieht, blau ist Kernprimimplikant, weil 2 und 10 nur durch blau überdeckt werden. Grün ist auch ein Kernprimimplikant, weil 7 und 15 nur durch grün überdeckt werden. Damit habe ich diese Spalte und diese Spalte überdeckt. Und jetzt habe ich die Wahl, entweder den grauen oder den roten zu nehmen, um 4 und 12 zu überdecken. So, das heißt, die Kernprimimplikanten sind blau und grün und die minimale Form A, C quer oder AC oder B quer C. Und das ist eine Minimalform, weil die Minimalform ist jetzt hier nicht eindeutig, sondern die Minimalform, die kann auch A quer C quer oder AC oder A quer B quer sein. Also man sieht spätestens an der Stelle hier, dass man 2 unterschiedliche disjunktive Minimalformen für die Funktion bekommt, im Gegensatz natürlich zu den Normalformen, die immer eindeutig sind. Somit habe ich fertig für heute. Wir haben am Donnerstag machen wir eine Übung und dann am nächsten Dienstag geht es weiter mit der Vorlesung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.